Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Björn Friedrich und wie schon angekündigt, bin ich heute hier, um in diesem Video ein bisschen intensiver und länger mit euch über das Bloggerprogramm, über das letzte Bloggerprogramm, welches im September 2019 starten wird, zu sprechen. Ich möchte euch wirklich, wenn ihr Interesse habt, einmal den gesamten Ablauf und jedes einzelne Seminar, das stattfindet, erklären, erläutern und euch sagen, erzählen, was da auf euch zukommt. Die Seminarserie beginnt, wie gesagt, im September mit Seminar Nummer 1 und dabei geht es um den Standkampf, um den Clinch, um das Überbrücken der Distanz. Das heißt, wir zeigen euch, wie kommt ihr sicher in den Clinch, wie könnt ihr einen Sucker Punch abwehren, wie könnt ihr auf der Straße eine sichere Deckung aufbauen, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wie könnt ihr in den Clinch kommen, wie könnt ihr vom Clinch aus Schläge abwehren, wie könnt ihr euch verteidigen, dass ihr keine Schläge mehr bekommt im Clinch, Kopfstöße, keine Ellbogenschläge und dann, wie könnt ihr den Kampf auf den Boden verlagern, um dort in eine stabile Position zu kommen. Das heißt, Seminar Nummer 1 beschäftigt sich ausschließlich mit dem Standkampf, was enorm wichtig ist, weil viele Kämpfe enden vielleicht am Boden, aber die meisten beginnen im Stand und Brazilian Jiu-Jitsu ohne Standkampf ist für mich kein Brazilian Jiu-Jitsu. Von daher ist es enorm wichtig. Wir fokussieren uns in dem ersten Seminar komplett auf den Standkampf, auf den Übergang in den Clinch und auf den Übergang in die Bodenlage. Enorm wichtig, wie gesagt, wir machen keine abgefahrenen, abgespaceden Techniken, die jahrelange Erfahrung benötigen. Wir machen simple, solide Lösungen. Wir machen eine gute Arbeit mit Doppeldeckung, mit Crash Drills, wie man in den Clinch kommt. Wirklich Sachen, die auch unter Stress funktionieren, die man nicht lange erlernen braucht, die relativ simpel umzusetzen sind. Das ist die Essenz des ersten Seminars. Und am ersten Tag lernt ihr einfach, wie kommt ihr sicher in den Clinch und wie kommt ihr vom Clinch auf den Boden. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr definitiv schon mal einen sehr, sehr großen Schritt weiter. Denn dann seid ihr nicht mehr in dieser Schlagdistanz, in der vieles passieren kann, sondern dann seid ihr in der Distanz, in der ihr euch auskennt, in dem es nicht mehr so viele Lucky Punches gibt und in dem ihr dann das Spiel zu euren Gunsten drehen könnt. Wie schon gesagt, das Blaugurt-Programm folgt einer Progression. Das heißt, wir werfen nicht einfach die Sachen zusammen oder durcheinander, sondern wir bauen aufeinander auf. Das erste Seminar war ja, wie gesagt, das Seminar Standkampf, Übergang in die Bodenlage. Und wenn wir es gut gemacht haben, wo landen wir dann? In der Mount Position. Die Mount Position ist die dominanteste oder eine der dominantesten Positionen im Brazilian Jiu-Jitsu, wenn es um den Kampf mit Schlägen geht. Ja? Und von daher ist das Ziel in der Selbstverteidigung eigentlich immer die Mount oder die Back Mount Position. Die Mount Position ist deshalb auch so gut, weil ich aus der Position relativ flexibel bin. Ich habe viele Optionen. Das heißt, ich kann schlagen, ich kann würgen, ich kann hebeln, ich kann aber genauso gut auch aufstehen und weglaufen. Oder aufstehen und zutreten oder was auch immer. Das heißt, ich bin relativ flexibel in meinen Optionen, was für die Straße enorm wichtig ist. Von daher fokussieren wir uns auf die Kontrolle und auf die Submissions aus der Mount. Das ist der Fokus im Blaugurt-Programm, weil uns das eben die meisten Optionen gibt für eventuelle andere Dinge, die wir tun müssen. Das heißt, nachdem wir am Boden sind, Seminar 1, kommen wir zu Seminar 2, Kontrolle. Wie kontrolliere ich jemanden, den ich in die Mount Position gebracht habe? Wie sorge ich dafür, dass ich seinen wilden, vielleicht verzweifelten Befreiungsversuchen widerstehen kann, dass ich die Kontrolle behalte, dass ich ihn auspowern lasse, dass ich mein Gewicht einsetzen tue und ihn vielleicht mit meinem Gewicht ein bisschen müde mache und dafür sorge, dass er sich selber auspowert und dann eben im Schritt 2, wie kann ich ihn zur Aufgabe zwingen? Im Idealfall für die Straße ist unserer Ansicht nach der Würgegriff das beste Mittel. Ein Choke ist einfach der Move, die Technik, die den Kampf direkt beendet. Egal, ob jemand unter Drogen steht oder Alkoholeinfluss oder groß, klein, dick, dünn, hart oder nicht hart. Ein Würgegriff macht jeden Menschen ohnmächtig und das ist eben das Effiziente im Jiu-Jitsu. Von daher fokussieren wir uns in erster Linie primär auf Chokes, aber wenn sich eben andere Techniken ergeben, können wir eben auch Armhebel ansetzen. Wir können natürlich auch schlagen aus der Position und können natürlich auch aufstehen und flüchten. Von daher sind das alles Themen, die wir behandeln. Kontrolle und Angriffe aus der Mount. Der nächste Schritt in dieser Jiu-Jitsu-Strategie, nachdem wir den Kampf in die Bodenlage gebracht haben, geht es eben da weiter. Wie kontrolliere ich das Ganze? Und das ist Gold wert. Das ist das Wichtigste. Und ganz ehrlich, in der perfekten Welt wäre der Kampf nach 2 Seminaren eigentlich schon vorbei. Das heißt, ihr bringt den Angreifer zu Boden und ihr beendet den Kampf aus der Mount-Position. Das ist eigentlich die perfekte Basic Self-Defense Strategy des Brazilian Jiu-Jitsu. Alles, was danach kommt, sind Sachen, die passieren, wenn wir Fehler machen, wenn einfach irgendwas Chaotisches passiert, wenn die Dinge einfach nicht berechenbar sind. Und das kann ja oft passieren. In der Realität ist ja vieles nicht berechenbar.
Und dafür sind die anderen Seminare. Aber die ersten zwei Seminare fokussieren sich schon komplett auf das A-Game, auf die primäre Kampfstrategie des Brazilian Jiu-Jitsu. Von daher, die ersten zwei Seminare sind definitiv schon mal Gold wert. Und was danach kommt, ist auch ziemlich gut. Bei Seminar 3 gehen die Fehler schon los. Seminar 3 beschäftigt sich mit etwas, was in der Hektik des Kampfes immer passieren kann. Ihr seid im Stand oder ihr seid auch am Boden und der Gegner nimmt euch in den Schwitzkasten. Der Schwitzkasten ist meiner Meinung nach die am weitesten verbreitetste Grappling-Technik der Welt. Auf jedem Schulhof, in jedem Bierzelt, der Schwitzkasten existiert überall, wird von allen Leuten fast schon instinktiv angewendet und wer sich nicht aus dem Schwitzkasten befreien kann, der ignoriert den vielleicht häufigsten Grappling-Angriff, der ihm auf der Straße passieren kann. Von daher, der Schwitzkasten ist enorm wichtig und da gehen wir im dritten Seminar drauf ein. Das heißt, Schwitzkastenbefreiung im Stand, aber auch im Boden. Was, wenn wir also unser A-Game, unsere primäre Kampfstrategie ansetzen, aber es kommt uns was dazwischen. Der Partner packt uns in den Schwitzkasten, der Gegner packt uns in den Schwitzkasten, will uns zu Boden bringen oder bringt uns zu Boden und wir müssen von dort aus dem Schwitzkasten uns befreien, weiterarbeiten. Wir zeigen nicht nur Befreiungstechniken, wir zeigen euch auch, wie ihr mit Schlägen umgeht. Was, wenn der andere euch zu punchen versucht aus dem Schwitzkasten? Wie könnt ihr das vermeiden und wie kommt ihr aus dem Schwitzkasten raus? Kommt zurück in die Mount Position, in die dominante Position und beendet von dort aus den Kampf. Das wird Seminar 3 sein. Wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir zurückkommen. Das ist immer das Wichtigste in allen Seminaren. Zurückkommen zu unserer primären Kampfstrategie und dieses Schwitzkastenverteidigungsmodul in Seminar Nummer 3 hat genau dieses Ziel. Rauskommen, schützen vor Schlägen, rauskommen aus dem Schwitzkasten und zurück in die Mount, zurück in das A-Game und den Kampf von dort aus beenden. In Seminar Nummer 4 geht es um Kontrolle aus der Guard-Position und Sweeps. Warum, weshalb, erkläre ich euch jetzt. Wie gesagt, in der perfekten Welt seid ihr oben, landet auf dem Gegner in der Mount, kontrolliert, aber die Welt ist nicht perfekt und oft sind Gegner, die euch angreifen, stärker, kräftiger, athletischer, die schaffen es aus einer Position mit aller Kraft auszubrechen, schaffen es euch vielleicht rumzuschmeißen und ihr landet plötzlich auf dem Rücken, ihr landet plötzlich in der Guard und die Guard ist das Verteidigungsbollwerk des Brazilian Jiu-Jitsu, wenn man auf dem Rücken liegt. Die Guard ist dafür da, sich vor Schlägen zu schützen, den Gegner eng an sich zu halten, zu kontrollieren und eben nicht mit harten Schlägen abgeschossen zu werden. Von daher ist es enorm wichtig, dass ihr lernt, euch aus der Rückenlage zu verteidigen, wenn die Dinge schief gehen. Und genau das lernt ihr in diesem vierten Seminar. Eine starke Kontrolle. Wie kann ich die Räume eng machen? Wie kann ich meinen Gegner daran hindern, mich zu schlagen, mir eine Kopfnuss zu geben, mir Ellbogenschläge oder Knie zu geben? All das lernt ihr im Seminar Nummer 4. Darüber hinaus lernt ihr Sweeps. Warum Sweeps und keine Submissions? Das ist eine berechtigte Frage. Ganz einfach. Wenn wir in der Rückenlage sind, jemanden zur Aufgabe zu zwingen, ist immer einfacher aus der oberen Position als aus der Rückenlage. Warum? Weil wir aus der oberen Position die Schwerkraft auf unserer Seite haben. Anders gesagt, ein Armhebel aus der Mount ist einfacher anzuwenden als ein Armhebel aus der Guard, weil wir, wie gesagt, die Schwerkraft auf unserer Seite haben, wenn wir in der Mount-Position sind. Das heißt, bevor ich euch zeige, wie ihr jemanden aus der Guard wirkt oder hebelt, gehen wir den einfacheren Weg. Und der einfachere Weg ist, den anderen aus der Guard zu sweepen. Das heißt, umzuschmeißen, aus der Guard herumzuschmeißen in die Mount und von der Mount aus wieder aktiv zu werden, die Kontrolle zu ergreifen, das A-Game, die primäre Kampfstrategie zu ergreifen und den Kampf aus der Mount zu beenden. Das heißt, Seminar 4 ist ein direkter Weg aus einer relativ schlechten Position, nämlich aus der Guard, ihr seid unten, der andere haut auf euch ein, ihr wollt ihn kontrollieren, ihr werdet ihn kontrollieren, ihr lernt, wie ihr die Räume eng macht, wie schon gesagt, und dann kommt ihr von dort mit sehr effektiven, engen Sweeps zurück in die Mount und könnt von dort aus das machen, was ihr am besten könnt, nämlich kontrollieren, Pressure und den Kampf da zu Ende zu bringen. Von daher ist das Seminar Nummer 4 enorm wichtig, weil es euch den Weg von unten nach oben zeigt. Das ist Seminar Nummer 4, wichtiges Thema, von einer schlechten Situation direkt zurück ins A-Game. Seminar Nummer 5, Submissions aus der Guard, auch ein wichtiges Thema, aber wie schon gesagt, Sweeps und Control first. Wenn ihr jemanden kontrollieren könnt, wenn ihr jemanden daran hindern könnt, euch zu schlagen und wenn ihr fähig seid, den anderen zu sweepen und in die Mauer zu gehen,
dann könnt ihr noch einen nächsten Schritt gehen. Ihr könnt noch eine neue Waffe in euer Arsenal mit einbauen, nämlich Submissions. Triangle Chokes, Armbars, Guillotine, Kimuras, whatever. Es gibt eine Menge Techniken. Und das ist in diesem Seminar der Fokus. Das heißt, wir gehen in diesem Seminar darauf ein, was, wo ist der Shortcut? Ich muss nicht sweepen und in die Mount. Klar, das ist eine sichere Lösung und das werde ich auch tun. Aber wenn ich vorher die Chance habe, den Sack zuzumachen und einen Würgegriff anzusetzen und den Gegner ohnmächtig zu choken, dann tue ich das. Und dann nutze ich meine Chance, indem ich einen Submission ansetze und den Kampf direkt aus der Guard beende. Das ist ein bisschen fortgeschrittener als beim Seminar Nummer 4. Aber wie gesagt, das ist auch Seminar Nummer 5. Und da geht es eben um noch mehr Möglichkeiten. Weil ganz ehrlich, je länger ihr in der Rückenlage seid, je größer die Chance, dass der andere euch eine haut, je größer die Chance, dass ihr irgendwas kassiert, eine Kopfnuss, einen Ellbogen, einen Punch, was auch immer. Und je mehr Chancen ihr nutzen könnt, je besser ihr eure Chancen nutzen könnt, desto größer die Chance, dass ihr den Kampf beendet und unbeschadet wegkommt. Von daher, Sweeps sind genial, aber Submissions können den Kampf direkt dort beenden. Und wenn ihr es drauf habt und wenn ihr lernt, wie das funktioniert, dann könnt ihr damit den Kampf verkürzen und direkt beenden. Und von daher ist das Thema im Seminar Nummer 5 und bringt euch eine Menge für euer Game und hilft euch dabei, den Kampf schnell und vor allem auch konsequent zu beenden. In Seminar Nummer 6 geht es um die Escapes aus Side Control. Side Control ist so etwas wie ein Schwitzkasten auf Superbenzin oder anders gesagt, es ist die technische Lösung des Schwitzkastens. Während beim Schwitzkasten immer nur der Kopf zugehalten wird und das irgendwo eine Einbahnstraße ist, weil man nichts machen kann, ist die Sidemount-Position eine Position, wo man den Gegner ähnlich kontrolliert, aber eben nicht den Kopf kontrolliert, sondern den Körper kontrolliert. Und das machen erfahrene Angreifer. Das machen Leute, die sich ein bisschen mit der Materie auskennen. Und da ist es enorm wichtig, dass ihr fähig seid, diese Position unbeschadet zu überstehen, Schläge und Tritte zu verteidigen und eben dann aus eurer Sidemount herauszukommen. Sidemount und Guard sind sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, eure Guard-Position ist nur so stark wie eure Sidemount. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr in der Guard-Position seid, dann ist der Gegner immer nur ein ganz kleines Stück davon entfernt, an euren Beinen vorbeizukommen. Und wenn er an euren Beinen vorbeikommt, dann landet er in eurer Sidemount-Position. Wenn ihr also wisst, dass ihr keine Escapes habt oder sehr schlechte Escapes habt, dann werdet ihr immer sehr viel Angst in eurer Guard haben. Ihr werdet die Beine nicht aufmachen, ihr werdet euch nicht viel trauen, weil ihr wisst ja, wenn ihr die Beine aufmacht und der andere schafft es, an den Beinen vorbeizukommen und kommt in Sidemount, dann ist für euch der Kampf erledigt. Dann könnt ihr nicht mehr gewinnen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass ihr gute Sidemount-Escapes habt. Denn ihr macht Fehler. Fehler passieren. Eure Guard wird gepasst. Ihr landet in Sidemount. Der Gegner versucht euch Kniestöße zu geben, versucht euch zu hauen. Ihr müsst reagieren. Und ich zeige euch, wie ihr reagieren könnt. Ich zeige euch Sidemount Escapes. Ich zeige euch die drei Hauptpfade. Wie kommt ihr zurück in die Guard? Wie kommt ihr auf die Knie? Oder wie flippt ihr euren Gegner in die Rückenlage, sodass ihr oben seid? Das sind die drei Hauptpfade und die zeige ich euch. Ich zeige euch, wie ihr euch schützen könnt und wie ihr dann in diese Position zurückkommt. Das ist ein super, super wichtiges Modul. Gerade auch, wenn es darum geht, das Jiu-Jitsu gegen etwas erfahrene Angreifer einzusetzen. Von daher ist dieses 6. Seminar enorm wichtig, denn es zeigt euch Wege aus Sidemount zurück in die verschiedensten dominanten Positionen. Entweder in die Guard, von wo aus ihr Submissions machen könnt oder den Kampf sweepen könnt, um in die Mauern zu kommen. Oder es zeigt euch den Weg auf die Knie. Von da aus könnt ihr den wieder umschmeißen und könnt auch wieder in die Mauern kommen. Oder es zeigt euch den Flip. Das heißt, ihr flippt den anderen direkt in die Rückenlage und könnt auch wieder in die obere Position kommen. Das heißt, drei wichtige Pfade, um zurück in euer A-Game zu kommen. Von daher ist dieses Seminar enorm wichtig. Seminar Nummer 7 ist ein Klassiker. Ihr habt im Seminar Nummer 2 damit angefangen, euren Gegner aus der Mount-Position zu kontrollieren. Von dort aus den Gegner zu besiegen, zu finishen. Und jetzt kommt die Frage auf, wie könnt ihr rauskommen? Was, wenn ihr in der Mount-Position landet? Ganz ehrlich, wenn ihr in der Mount-Position landet, dann ist der Gegner entweder verdammt gut oder ihr habt einen Fehler gemacht. Oder vielleicht beides. Aber hoffen wir einfach, dass ihr nur einen Fehler gemacht habt und ihr in der Mount gelandet seid und ihr jetzt Wege braucht, um dort rauszukommen. Weil, wie gesagt, die Mount ist eine der gefährlichsten Positionen, in der ihr landen könnt. Und von daher zeige ich euch in diesem Seminar die vielleicht wichtigsten Escapes, weil Mount heißt, da sitzt jemand auf euch drauf und schlägt und haut und macht und tut und das könnt ihr nicht lange aushalten. Das ist keine Position, in der ihr mal locker machen könnt und sagen könnt, hey,
ich bleibe mal 4 Minuten hier. Nein, ihr müsst aus der Mount raus. Je länger ihr in der Mount bleibt, desto größer die Gefahr, K.O. geschlagen zu werden. Von daher zeige ich euch zuallererst eine stabile Grundlage, eine stabile Defense. Wie verteidigt ihr euch? Wie könnt ihr Schadensbegrenzung machen? Wie schafft ihr es, die Position zumindest so zu halten, dass ihr nicht K.O. geschlagen werdet? Und dann, second step, wie kommt ihr raus? Ich zeige euch Elbow Escapes, ich zeige euch Ubas, ich zeige euch Wege direkt in die Oberlage oder zumindest direkt in die Guard, sodass ihr rauskommt und dass ihr fähig seid, wieder euer A-Game zu spielen und den Kampf zu beenden. Das ist keine schöne Position, wir wollen auch nicht in dieser Position landen, aber wie schon gesagt, das Leben ist nicht immer so, wie es sein sollte. Man landet in einer schlechten Position und dann müsst ihr wissen, wie ihr rauskommt. Und genau das zeige ich euch in diesem 7. Seminar. Seminar Nummer 8 ist auch ein sehr wichtiges Seminar. Wir gehen zurück in den Standkampf, weil, wie schon gesagt, wenn viele Kämpfe am Boden enden, fast alle beginnen im Stand. Und wir fokussieren uns in diesem Seminar auf die wichtigsten Techniken des Clinches. In Seminar Nummer 1 haben wir es sehr einfach gehalten. Clinch, Crash, Bodylock und vom Bodylock aus arbeiten. Das ist cool, das ist perfekt, das ist das A-Game. Das ist, was ich schaffen will. Aber you never know, es können verschiedene Dinge passieren. Gegner bewegen sich, es kommen Wände, Zäune, Zimmerecken ins Spiel. Der Gegner reißt aus, macht irgendwas. Ihr braucht Kontrolle. Ihr müsst lernen, wie ihr die Hände kontrolliert. Ihr müsst lernen, wie ihr die Arme kontrolliert. Ihr müsst lernen, wie ihr Underhooks und Overhooks einsetzen könnt. Und wie ihr den Headlock einsetzen könnt, um den Kopf zu kontrollieren. Und all sowas für die unberechenbaren Dinge der Realität. Und genau darum geht es in diesem 8. Seminar. Ich zeige euch, wie ihr die besten Clinch-Techniken in euer Game implementieren könnt. Das heißt, ihr habt immer noch euer A-Game, ihr habt immer noch eure Basis-Kampfstrategie. Ihr clincht, ihr crasht, aber what if? Was, wenn irgendwas Bestimmtes passiert? Und da kommt eben das ganze fortgeschrittene Clinch-Game ins Zeug. Ich zeige euch, wie ihr aus dem Stand heraus den Kampf besser navigieren könnt, wie ihr verschiedene Pfade gehen könnt, wie ihr vielleicht auch die Möglichkeit zur Flucht nutzen könnt, wenn ihr nicht in den Bodenkampf wollt. All das, es geht um Mobilität, es geht um Beweglichkeit, es geht darum, Chancen zu erkennen, Chancen zu nutzen und den Kampf in eine bestimmte Richtung zu geben, nämlich eure Richtung, die Richtung, die ihr haben wollt. Von daher ist Seminar Nummer 8 enorm wichtig. Im 9. Seminar geht es um das Passieren der Guard. Wie gesagt, in der perfekten Welt kann euer Angreifer kein Jiu-Jitsu, hat keine MMA-Erfahrung, hat nicht mal irgendwo gegrappelt, sondern hat keine Ahnung vom Bodenkampf und ihr landet direkt in der Mount. Aber, wie gesagt, ihr könnt es euch nicht aussuchen. You never know. Die Straße ist unberechenbar, es können viele Dinge passieren und vielleicht landet ihr in der Guard eures Gegners, warum auch immer, und ihr müsst an seinen Beinen vorbei. Weil Jiu-Jitsu ist Positioning, Jiu-Jitsu bedeutet positionelle Hierarchie, wir wollen in die Mount, wir wollen in die Backmount, all das ist unser Ziel und von daher zeige ich euch jetzt, wie ihr an der Guard vorbeikommt. Und das sind keine sportlichen Jiu-Jitsu-Techniken, wo ihr den Gi greifen müsst oder wo ihr irgendwelche abgefahrenen Sachen machen müsst, das sind Basic-Techniques, Basistechniken, wie ihr die Beine öffnet, wie ihr eng bleibt, wie ihr Druck macht, wie ihr den anderen smasht und wie ihr von da aus mit Druck und Pressure und eurem eigenen Körpergewicht in die Side Mount kommt oder in die Mount kommt und den Kampf wieder in eure Bahn lenkt. Das ist wirklich starkes Jiu-Jitsu, direktes Jiu-Jitsu und unablässig für eine gute Selbstverteidigung. Ihr wisst nie, manchmal gibt es auch Leute, die machen instinktiv die Beine um euch herum, nehmen euch instinktiv in die Guard und ihr müsst einfach wissen, wie ihr die Beine aufbrecht, wie ihr rauskommt, wie ihr das vermeiden könnt und wie ihr in eine gute Position kommt. Und deshalb geht es in diesem Seminar komplett um das Thema Passing the Guard, das Passieren der Guard, enorm wichtig und ja, ich zeige euch einiges, was euer Top-Game, euer Spiel von oben sehr gefährlich machen wird. Im 10. Seminar geht es um Kontrolle und Angriffe aus Side Control. Wie gesagt, unser Hauptziel auf der Straße ist die Mount-Position, aber Side Control spielt immer dann eine Rolle, wenn ich zum Beispiel die Guard von jemandem passe und ich es nicht direkt in die Mount schaffe, sondern in Side Mount komme. Und Side Mount ist eine Position, aus der ich enorm viel Kraft aufbauen kann, wo ich mein Körpergewicht einsetzen kann, wo ich ihm meine Schulter ins Gesicht drücken kann, wo ich ihm die Luft zum Atmen nehmen kann, wo ich ihn müde machen kann. All das ist Side Control. Und ich zeige euch in diesem Seminar nicht nur,
wie ihr Pressure machen könnt, wie ihr den anderen zusammenquetschen könnt, wie ihr den anderen kontrollieren könnt, sodass er sich nicht bewegen kann, sondern ich zeige euch auch, wie ihr direkt in die Mount kommt. Und ich zeige euch, wie ihr gar nicht erst in die Mount braucht, sondern wie ihr den Kampf direkt aus Side Mount mit Chokes und Armbars beenden könnt. Denn, wie schon gesagt, je früher ihr den Kampf beendet, desto besser ist es für euch. Und Side Mount ist eine Schlüsselstelle, ist ein zentrales Element, ist eine Kreuzung, auf der verschiedene Pfade, verschiedene Wege des Kampfes sich kreuzen. Und ich zeige euch, wie ihr den Weg in die Richtung lenkt, in die ihr hin wollt. Nämlich entweder direkt zu einem Submission oder in die Mount Position, um den Kampf von dort aus zu beenden. Das vorletzte Seminar, das 11. Seminar. Turtle und Backmount. In diesem Seminar, was schon gewissermaßen sehr fortgeschritten ist, geht es um die Grundlagen defensiv als auch offensiv von Turtle und Backmount Position. Wie schon gesagt, die Backmount Position ist, gerade wenn ich von oben auf dem Gegner drauf bin, eine hervorragende Kontrollposition. Ich kann von da aus den Kampf mit dem Würgegriff beenden. Das ist eine wunderbare Position. Ich bin nicht ganz so mobil, wie ich in der Mount bin, aber ich bin dafür noch dominanter, noch stabiler. Mein Gegner kann mich noch weniger runterschmeißen. Von daher zeige ich euch den Weg über die Turtle in die Backmount und zum Finish, zum Choke. Wie könnt ihr choken, sodass keiner euren Choke stoppen kann. Zumindest kein normaler Mensch, der keine Erfahrung mit Jiu-Jitsu hat, kann euren Choke stoppen. Ich zeige euch wirklich Würgegriffe, die den Gegner schnell und unkompliziert ohnmächtig machen, was super, super wichtig ist. Und das ist die Essenz von vom aktiven Teil dieses Seminars. Der passive Teil wird sich um Befreiungen drehen. Wie komme ich aus Turtle-Position heraus? Wie komme ich aus Backmount heraus? Was, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Was, wenn ich meinem Gegner den Rücken zugedreht habe? Etwas, was ich nie machen darf. Aber ich zeige euch Wege aus diesen Situationen zurück in die Guard oder zurück in eine dominante Position, um wieder euer Spiel zu spielen. Von daher ist es ein sehr, sehr interessantes Seminar, schon gewissermaßen sehr fortgeschritten, aber es ist ja auch am Ende der Serie und ich bin sicher, es wird euer Game defensiv wie auch aktiv und aggressiv sehr, sehr viel verändern. Das 12. Seminar, die Grundlagen der Beinhebel. Zugegeben, Beinhebel sind nicht etwas, was die meisten Leute auf der Straße beherrschen, aber Beinhebel sind ein Thema, die das Jiu-Jitsu beherrschen. Denn wer Beinhebel ignoriert, der ignoriert 50% der Möglichkeiten, die es gibt. Und von daher ist meiner Meinung nach ist es enorm wichtig, dass meine Schüler von Anfang an mit dieser Materie konfrontiert werden. Ich weiß, es gibt Jiu-Jitsu-Schulen, die fangen erst mit ab Braungurt oder ab Schwarzgurt damit an, bestimmte Leglocks zu zeigen. Und manche Schulen fangen auch nie damit an, bestimmte Leglocks zu zeigen, weil diese Leglocks nach den Wettkampfregeln verboten sind. Und ich finde das grausam, weil man muss sich mit allen Submissions beschäftigen, weil man weiß, jeder Gegner kennt vielleicht einen Heelhook oder einen Beinhebel oder was auch immer. Wenn man irgendwas ignoriert, dann kann man sich nicht dagegen verteidigen. Und je früher man anfängt, die Dinge zu verstehen, je früher man die Gefahren erkennt, desto besser. Und genau deshalb widme ich das letzte Seminar den Leglocks, den Beinhebeln und zeige die Grundlagen einer aktiven und einer passiven Arbeit mit den Beinhebeln. Das heißt, ich zeige euch Angriffe, ich zeige euch Footlocks, ich zeige euch Heelhooks, aber ich zeige auch die Verteidigung dagegen. Und ich erkläre euch, wie ihr gefahrlos und sicher damit trainieren könnt, weil es doch recht gefährlich werden kann, wenn ihr einfach unkontrolliert mit diesen Techniken herumspielt. Von daher ist das letzte Seminar so ein Ausblick schon auf das fortgeschrittene Jiu-Jitsu, aber es ist trotzdem auch enorm wichtig und enorm wichtig für jeden, der sich auch als Anfänger mit Jiu-Jitsu beschäftigt. Von daher, das ist Seminar Nummer 12, das letzte Seminar. Und Leglocks sind auf jeden Fall eine coole Sache. So, das war also meine Beschreibung der 12 Seminarthemen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder noch mehr wissen wollt, schreibt mir auf Facebook, schreibt mir eine E-Mail, kontaktiert mich. Ich helfe euch gerne weiter und freue mich, euch im September auf unserem Seminar begrüßen zu dürfen.